Ja, wunderbar. Wir kommen zum letzten Vortrag, der ja schon in vielfacher Weise angeklungen ist in diesen ganzen 2 Tagen zum Abschluss des Ganzen. Professor Hartmut Rosa ist tatsächlich jetzt Professor für Allgemein- und Theoretische Soziologie. Wir hatten das ja heute schon immer wieder von unseren sozialen Kontexten. Und was ich auch spannend finde, natürlich für das Max-Weber-Kolleg in Erfurt zuständig. Das finde ich natürlich eine sehr spannende Geschichte, aber das ist natürlich kein Thema heute. Es geht einmal um die Welt, um nichts Geringeres, die Soziologie der Welt. Sie haben ein Resonanzmodell entwickelt, was ich natürlich im Kontext Meditation und Achtsamkeit sehr spannend finde. Es klang ja die ganze Zeit schon an. Sind wir eine Welle? Brauchen wir eine Welle? Sind wir ein Netz? Gehen wir in Resonanz? Nehmen wir den anderen wahr? Nehmen wir die Welt wahr? Und müssen wir auf Konfrontation gehen? Und ich freue mich über diesen Vortrag: Unverfügbarkeit und Responsivität, Lebendigkeit als Erfahrung eines existenziellen Berührtwerdens. Das ist quasi die Zusammenfassung der letzten 2 Tage. Und ich bin ganz, ganz neugierig, was Sie uns erzählen werden. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, haben Sie ganz herzlichen Dank für die freundliche Einleitung und für die Einladung zu diesem spannenden Kongress. Auf jeden Fall, ich muss gestehen, hier ist nochmal der Titel, genau, hier ein Bild, was ich dafür häufig gerne verwende. Ich muss gestehen, dass ich zur Meditation ein doppelt gespaltenes Verhältnis habe. Einerseits biografisch gespalten, würde ich sagen, und andererseits theoretisch. Wenn ich eingeladen werde zu Kongressen über Meditation, sage ich tendenziell eher nein als ja. Das hat biografische und theoretische Gründe. Biografisch ist es tatsächlich so, dass ich mehr oder minder mit Meditation aufgewachsen bin, um nicht zu sagen gequält wurde, weil meine Eltern, die waren nicht aus ganz einfachen Verhältnissen stammen, aber sehr esoterisch unterwegs waren und immerzu in buddhistischen, aber mehr noch in hinduistischen Kreisen und Praktiken und Ashrams und Zentren verkehrten, wo ich dann in 5-mal am Tag meditieren musste, sämtliche Wochenenden, alle Sommerferien hindurch. So ungefähr. Und entgegen dem Versprechen hat es nicht zur Erleuchtung geführt, was dann dazu geführt hat, dass ich dachte, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Aber ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass ich ziemlich viel von damals doch behalten habe, an Ideen, an Praktiken sogar, an Einstellungen, Übungen und Haltungen. War mir eigentlich gar nicht bewusst, wie viel ich davon mitgeschleppt habe, sodass mir neulich sogar den Verdacht kam, dass die Resonanztheorie etwas damit zu tun haben könnte. Was mir dann aber wiederum theoretisch gar nicht recht war, weil ich harte Soziologie und keine Esoterik betreiben will. Also sehen, ich komme da in multiple Schwierigkeiten. Und die theoretischen Schwierigkeiten, die hängen mit dem zusammen, was wir in der letzten Veranstaltung hier gerade auch diskutiert haben, was diskutiert wurde, nämlich mit dieser Frage, wie sich Meditation verhält zu den sozialen Bedingungen, zu den sozialen Verhältnissen der Welt. Also meine Das Buch oder das, was ich versuche zu machen, der Untertitel des Resonanzbuchs heißt ja eine Soziologie der Weltbeziehung. Und die Frage ist sozusagen, welche Art von Beziehung zur Welt, zum Leben nehmen wir ein? Und ich glaube, diese Beziehung ist nicht nur unsere individuelle Haltung und unsere individuelle Praxis, sondern sie wird natürlich auch gesellschaftlich und institutionell hergestellt. Und solange wir uns in einem gegebenen institutionellen Rahmen bewegen, kann es sehr leicht sein, dass wir sozusagen nur die Objekte der Beziehung ändern, aber nicht die Beziehung selbst. Also ich esse dann eben nicht mehr Fleisch, sondern lauter pflanzenbasierte Sachen oder so. Und ich fliege nicht, sondern ich fahre mit dem Zug. Aber dann ändere ich im Prinzip nur die Objekte meiner Weltbeziehung, aber nicht die Art der Weltbeziehung und auch nicht das Subjekt, das bezogen ist. Und deshalb ist das sozusagen das Thema, mit dem ich mich herumschlagen will, ungefähr 40 Minuten. So war die Vorgabe. Ich habe mir dafür 7. Normalerweise ist so, eigentlich ist so, wenn man Leute wirklich abturnen will, dann fängt man mit 2 Vorüberlegungen an. Ja. Das ist irgendwie so, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, bevor ich zur Einleitung komme, noch 2 Vorüberlegungen. Ich habe das jetzt trotzdem mal so genannt, nur weil ich 2 Sachen sozusagen gerne voranstellen will. Sie werden gleich sehen. Die erste Frage hat sich eigentlich schon erübrigt, weil das sowieso schon Thema ich glaube, der letzten, ganzen letzten beiden Tage war. Dann möchte ich ganz kurz sagen, was ich unter einer Soziologie der Weltbeziehung verstehe. Natürlich immer mit Blick auf die Frage, was hat Meditation damit zu tun
Und dann will ich noch mal, dann will ich ganz kurz skizzieren, warum ich, wo ich glaube, dass das Problem liegt. Weil jetzt war, ich habe es gesehen im Programm und jetzt aber auch zum Beispiel in den letzten Veranstaltungen ja die Rede von einer Transformation. Und ich finde, nicht nur, wenn man von Meditation und von sozial-ökologischer Transformation spricht, sondern auch in der Soziologie, ehrlich gesagt überall, alle reden unentwegt von Transformation. Aber was damit gemeint ist, ist ziemlich fuzzy, also sehr unklar. Also was genau soll sich wohin transformieren? Und meine These ist wirklich, es reicht nicht, ein bisschen ökologischer zu leben, nur ein bisschen sozialer, ja, oder so, ja, sondern es muss, ich würde schon sagen, auch das wurde vorhin gerade diskutiert, wir brauchen eine Art von Paradigmenwechsel, nicht nur als Individuen, sondern als Gesellschaft. Aber wie dieser Paradigmenwechsel aussehen kann, damit will ich mich herumschlagen, indem ich erstmal das dominante Paradigma skizziere, dann deutlich mache, warum das nicht klappt, dann zeigen, warum Resonanz der richtige Modus ist, und Resonanz hat was mit Meditation zu tun und dann Meditation als mediopassives Weltverhältnis beschreiben. Ja, das ist irgendwie das neue Thema, mit dem ich mich herumschlage oder was ich schreiben will. Eine andere Weise des In-der-Welt-Seins, das zwischen aktiv und passiv steht. Ja, mediopassiv ist eigentlich ein Begriff aus der Linguistik ursprünglich, die sagt, das ist schon super interessant. Wenn man Sprachwissenschaft betreibt, stellt man fest, unsere indogermanischen Sprachen, unsere modernen europäischen Sprachen haben das Problem, dass wir Sachen nur im Aktiv oder im Passiv ausdrücken können. Ja, also entweder bin ich Subjekt oder Objekt einer Handlung. Ich werfe oder ich werde geworfen. Wofür wir fast keine Sprache haben, ist ein Dazwischen, bei dem es nicht klar ist, ob ich der Täter oder das Opfer der Handlung bin. Ja, und Opfer jetzt sozusagen normativ neutral gemeint. Wir haben das manchmal bei so Sachen wie es schneit. Ne, es schneit, das ist sozusagen ein Weltzustand, da kann man gar nicht sagen, ist es jetzt eigentlich aktiv oder passiv. Oder aber auch bei so biblischen Formulierungen wie es begab sich aber zu der Zeit. Etwas begibt sich, da haben Sie im Prinzip kein Täter und kein Opfer, sondern es ist ein Geschehen. Und natürlich gibt es andere Sprachen, zum Beispiel Chinesisch, zum Beispiel Japanisch, zum Beispiel Sanskrit, bei denen das sich viel leichter ausdrücken lässt. Die haben dieses Medium, ja, zwischen aktiv und passiv, und medio-passiv ist dann auch medio-aktiv. Und ich glaube, der Paradigmenwechsel, den man vielleicht mit Meditation auch anstreben will, hat etwas damit zu tun. Und das Fazit besteht aus einem Satz. Gut, also die Ausgangsfrage, wenn man so denkt wie ich oder was ich zu betreiben versuche, welche Form von Weltbeziehung leben wir als Individuen, aber auch als Gesellschaft? Es geht mir wirklich, bin ich nun mal Soziologe, auch Sozialphilosoph, was für eine Form der Bezugnahme auf Welt haben wir entwickelt? Übrigens schon, es gibt natürlich eine sprachliche Bezugnahme auf Welt. Ja, und sprachlich beziehen wir uns aktiv oder passiv auf die Welt. Das bedeutet irgendwie, die Welt steht mir als etwas gegenüber, was ich aktiv bearbeite oder passiv erleide. Das geht schon in der Sprache los. Aber wir bearbeiten Welt zum Beispiel mit den Methoden der Wissenschaft, aber auch mit der Technik, in der Politik, in der Wirtschaft wird ein bestimmtes Weltverhältnis jeweils ausgebildet und eingeübt. Und darum geht es mir. Und die Frage ist, wie steht Meditation eigentlich zu diesem dominanten Weltverhältnis? Und dann haben Sie natürlich diese beiden Möglichkeiten. Übrigens Jakob Schmidt, der, glaube ich, gestern hier referiert hat, der hat bei mir promoviert und eine Doktorarbeit angefertigt, die ich hervorragend finde, die genau diese Frage bearbeitet. Ja. Ist Meditation, ist Achtsamkeit insbesondere eigentlich affirmativ zum bestehenden Weltverhältnis? Das heißt eigentlich, also sozusagen versehen mit dem Versuch, das ein bisschen erfolgreicher zu machen, das ein bisschen besser zu machen, das erfolgreicher zu bestehen. Und ich würde sagen, dann wird, das haben Sie gerade schon diskutiert, ich dachte, das muss man nochmal sagen, aber eigentlich muss man es hier, glaube ich, gar nicht sagen. Also sowas wie Achtsamkeit und Meditation ist dann eine Ressource im Wettbewerb oder eben ein Instrument im Steigerungsspiel oder ein Resilienzfaktor im Hamsterrad. Ja? Wie du in diesen taffen Zeiten, unter diesen schwierigen Bedingungen erfolgreicher, besser, gesünder, glücklicher lebst. Das bedeutet dann, eigentlich ist dann Meditation entweder eine Coping-Strategie, also wie gehe ich um mit problematischen Verhältnissen, oder sogar ein Instrument dafür. Ja, meine These lautet nämlich, das dominante Weltverhältnis ist auf Steigerung hin angelegt. Eigentlich müssen wir jedes Jahr schneller laufen, erfolgreicher sein, uns optimieren im Vergleich zum vorangehenden Jahr. Und Meditation ist dann eine Weise, wie ich noch erfolgreicher bin. Ne? Und das klingt immer wieder an, auch wenn Sie durch das Programm schauen. Ja? Gesünder, fitter, schöner, schneller, besser, härter, widerständiger und so weiter durch Meditation. Das bedeutet sozusagen, Meditation ist ein affirmatives Moment, aber das wissen Sie ja. Ja, alle diese Dinge. Das gibt es wirklich. Es gibt jede Menge Bücher und auch Workshops. Und wie gesagt, und diese Ambivalenz ist ja auch irgendwie klar.
wie man alle das erreichen kann. Mehr Erfolg in der Schule, mehr Erfolg in der Liebe, mehr Erfolg in der Arbeit. So. Und dem gegenüber steht die Vorstellung, nee, Meditation verhält sich zum dominanten Weltverhältnis auf eine subversive Weise. Ehrlich gesagt, ich bin mit Meditation aufgewachsen, da hat sich das verdammt subversiv angefühlt. Ja. Also die Idee war, also eigentlich konnte man gar nicht darüber reden. Ja, eigentlich sollte das am besten gar keiner wissen, dass wir da ein ganz anderes Weltverhältnis irgendwie proben. Aber egal, jetzt von der biografischen Erfahrung kann man denken, die Meditationspraxis und was dahinter steht, ist eine ganz andere Weise des Bezugnehmens auf Welt, des In-der-Welt-Seins. Eine andere Form der Weltbeziehung, die eigentlich das dominante, steigerungsbasierte ersetzen soll. Und ich glaube, wenn man Sie fragt, ist es jetzt affirmativ oder subversiv, dann würden Sie immer geneigt sein, beides zu sagen. Das ist übrigens auch immer die Lösung der Soziologen. Wir fragen Sie den Soziologen irgendwas und er sagt garantiert, sowohl als auch, muss man differenziert sehen, kann man nicht so genau sagen. Aber ich finde, wir sollten es uns nicht zu leicht machen. Man kann nicht irgendwie, also ich weiß nicht, ob man da, nein, wir lassen Putin mal weg. Also ich weiß nicht, ob man für und gegen ihn gleichzeitig sein kann. Vielleicht kann man, wenn man die Hinsichten unterscheidet. Aber ich meine, es ist wahnsinnig schwierig, ehrlich gesagt, sich hinzusetzen, zu meditieren, egal in welcher Weise Sie das vielleicht tun. Und dann nicht gleichzeitig das Bewusstsein zu haben, das macht mich gesünder und glücklicher und zufriedener und so etwas. Ja. Ich finde, das geht irgendwie gar nicht. Also eigentlich kann man die Praxis nicht einsetzen, ohne sie gleichzeitig affirmativ zu nutzen. Ne. Und deshalb finde ich die Frage, wie sich das genau zueinander verhält, ziemlich schwierig. Und deshalb will ich dem jetzt nachgehen. Damit haben wir die erste Vorüberlegung schon hinter uns. Und die zweite, da möchte ich nur noch mal sagen, die Soziologie der Weltbeziehung ist diese grundsätzliche Form der Bezugnahme. Ist also, beginnt eigentlich in gewisser Weise existenzphilosophisch, weil Merleau-Ponty, ein französischer Phänomenologe, der sagt, das erste Moment des Bewusstseins, wenn man sie zum Beispiel aus dem Tiefschlaf weckt oder wenn sie nach einer Operation, aus einer Narkose aufwachen oder so, oder weil sie sonst mal gerade ohnmächtig geworden sind, das kommt vor in den besten Familien. Also das erste Bewusstseinsmoment ist, etwas ist da, etwas ist gegenwärtig. Na, das ist tatsächlich so. Also man wacht irgendwie auf und weiß, da ist was. Und dieser Bewusstseinsfunke, etwas ist da, etwas ist gegenwärtig, ist vor dem Bewusstsein, dass Subjekt und Objekt irgendwie gespalten oder getrennt sind. Ja, da ist nicht irgendwie das Gefühl, oh, da bin ich und da ist was. Ja. Und auch nicht das Gefühl, oh, da ist eine Welt, sondern etwas ist da, etwas ist gegenwärtig und eigentlich umfasst es beides, ja, das erfahrene Subjekt und die Welt, aber da ist eine Beziehung drin, da ist eine Richtung drin, ja, da ist was. Und das Erfahrungszentrum sozusagen, was wir Subjekt nennen, ist bezogen auf das, was da ist. Ja, wir sind sozusagen, wir entstehen aus dieser Beziehung heraus und die Idee ist jetzt, das Subjekt und Welt, also das, was sich dann trennt, weil früher oder später fragen sie sich, wo bin ich eigentlich? Ja, und vielleicht fragen sie sich auch, wer bin ich? Tatsächlich, also mir passiert das manchmal gerade auch beim Aufwachen, ja, dass man sich fragt, wer bin ich? Wer war ich jetzt nochmal? Ja? Also im Vergleich zu einer, gut, kann auch außerhalb des Schlafs passieren, dann ist eher bedenklich. Aber trotzdem, Subjekt und Welt, die treten erst in einem zweiten Schritt auseinander. Ja? Also deshalb nennt man das relationale Ontologie. Das heißt, wenn ich von einer Weltbeziehung rede, dann meine ich nicht, da ist ein Subjekt und da ist die Welt und die Frage ist jetzt, wie sind die aufeinander bezogen, sondern Subjekt und Welt entfalten sich sozusagen aus diesem ersten Erfahrungsmoment. Etwas ist da, etwas ist gegenwärtig und wie sie dann auseinandertreten und wie sie aufeinander bezogen sind, hängt massiv ab von den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen wir leben. Und deshalb will ich eine Soziologie der Weltbeziehung betreiben und nicht eine Philosophie der Weltbeziehung. In der Philosophie ist diese Frage, wer bin ich, was ist die Welt, Epistemologie, Ontologie, also Epistemologie, wie kann ich es erkennen, Ontologie, wie ist es wirklich, diese beiden Dinge sind in der Philosophie vielfach diskutiert, auch Phänomenologie, ja, Merleau-Ponty oder Hermann Schmitz oder so, als Phänomenologen betreiben das natürlich. Aber ich möchte das als Soziologe tun, in der Überzeugung, dass das, was sich dann als Weltverhältnis entwickelt, also Subjekt, das der Welt begegnet, total abhängt von sozialen Bedingungen. Und zwar sowohl innerhalb einer Gesellschaft, also kurz und gut, vielleicht sind aufgrund der Sozialisationsbedingungen Männer und Frauen anders auf Welt bezogen.
Ja, nachdem wir 30 oder 40 oder Jahre oder so in diese Welt hinein sozialisiert werden. Vielleicht sind aber auch Kinder anders in die Welt gestellt, auf Welt bezogen, als alte Menschen oder Menschen in der Großstadt auf eine andere Weise als Menschen auf dem Land. Also das würde bedeuten, wenn jemand auf dem Dorf aufwacht, ja, im Wald zum Beispiel, dann ist das, was da ist, was gegenwärtig ist, wenn er oder sie aufwacht, anders, als wenn das jemand in der Großstadt tut. Und wenn jemand arm ist, ist es vielleicht anders, als wenn jemand reich ist. Weil wenn sie arm sind und gewöhnt sind sozusagen, dass sie keine Mittel haben, um das, was da ist, irgendwie verfügbar zu machen oder in Reichweite zu bringen, dann ist dieses Primärverhältnis anders, als wenn sie super reich sind und das Gefühl haben, ja, was da ist, kann ich schon irgendwie bewältigen. Also kurz und gut. Und natürlich hängt das, vermute ich, auch von den kulturellen Bedingungen ab. Ja, das heißt dann irgendwie, ein Maya ist anders auf die Welt bezogen gewesen als ein Inka oder ein Azteke oder eine Babylonierin oder eine Ägypterin oder eine Chinesin oder eine Inderin oder so. Ja, die Formen der Weltbeziehung unterscheiden sich kulturhistorisch und das interessiert mich. Ja, also sozusagen die Differenzen, die da möglich sind. Also die Frage wäre dann, wie dieses Etwas jeweils beschaffen ist. Und übrigens, da gibt es einfach, das kann man sogar schon empirisch zeigen, Gerhard Schulze, der Soziologe, hat das, finde ich, ziemlich gut gemacht in seinem wissenschaftssoziologischen Apparat, indem er irgendwie deutlich macht, wenn man, also Welt ist das, was uns gegenübertritt. Sie können sich das einfach so vorstellen, das, was Sie vor dem Fenster zurücklassen müssen, wenn Sie nachts in den Schlaf gehen. Ja, Sie geben da Ihren Standpunkt zur Welt auf, Sie legen sich hin und Sie überlassen sich in gewisser Weise einer Welt. Und wenn Sie das gefährlich finden, haben Sie wahrscheinlich Einschlafprobleme. Ja, Sie können Welt nicht loslassen und Welt Sie auch nicht. Aber wenn Sie wieder aufwachen, dann ist die Welt immer noch da vor dem Fenster. Und die Frage ist jetzt, was ist sozusagen diese Primärwahrnehmung? Und es gibt Menschen, für die ist das, was da ist, immer gefährlich. Ja, an der Stelle bringe ich leider gerne immer mal meine Mutter ins Spiel, weil das so dominant war. Egal, was ich dir erzählt hätte oder habe, war ihre erste Frage, oh, ist das nicht gefährlich? Ich war gerade in Dänemark, hätte sie garantiert gesagt, Dänemark, ist das nicht gefährlich? Die haben da noch so hohe Corona. Dann hätte ich gesagt, ja, dann gehe ich nach Berlin zum Meditationskongress. Meditation, wenn die Leute das wissen im Dorf, ist das nicht gefährlich? Also die Grunderfahrung ist, Welt ist gefährlich. Ja. Und eine andere Grunderfahrung ist, Welt ist verlockend. Man kann das auch so, meinen Studenten sage ich immer, stellen Sie sich vor, Sie sind zu Hause und es klopft einer an der Tür. Da können Sie wirklich sehen, empirisch die Unterschiede. Der eine sagt, wer kommt denn jetzt? Ja, das ist dieses Grundmodus, Welt ist gefährlich. Der andere sagt, es klopft, Gott sei Dank, es bewegt sich was. Ja, die Welt denkt an mich. Das sind nur zwei so Grundformen von Weltbeziehungen. Und die Frage ist jetzt, und ich glaube eben, es ist viel, viel komplexer, dieses Weltverhältnis. Ja. Und Gerhard Schulze spricht dann von einer normalen existenziellen Problemdefinition. Ich finde das ein super Begriff eigentlich. Ich habe das in meinem Resonanzbuch versucht weiterzuentwickeln, dass er sagt, in diesem Selbstweltverhältnis ist jetzt die Frage, was ist eigentlich die Aufgabe, die die Welt und das Leben dir stellen? Ja, das ist ja etwas, worüber man bei Meditation auch nachdenkt. Ja. Was ist die eigentliche existenzielle Herausforderung, die aus diesem Verhältnis hervorgeht? Also wenn Sie die Welt als gefährlich in erster Linie empfinden, dann ist wahrscheinlich die existenzielle Herausforderung, irgendwie zu überleben, ja, nicht unterzugehen, nochmal davon zu kommen. Ein anderes Muster, sagt Gerhard Schulze, ist Bewährung. Ja, ich muss mich bewähren, ich muss aufsteigen, ich muss an die Spitze kommen. Ein drittes Muster wäre Stimulation, sagt er das. Ich möchte was erleben, ich möchte sozusagen von der Welt stimuliert werden. Also es gibt verschiedene mögliche Antworten auf die normale existenzielle Problemdefinition. Aber die Grundfrage einer Soziologie der Weltbeziehung ist jetzt eben sozusagen, was entwickelt sich da? Wie sieht es aus? So, und jetzt komme ich sozusagen schon zum ersten zentralen Punkt. Und meine These, oh, da habe ich jetzt einen sehr langen Punkt eingebaut, das mache ich sehr kurz. Meine These ist eigentlich, dass wir als Gesellschaft das Gute privatisiert haben, also auf was es ankommt zum Beispiel, würden wir sagen, und überhaupt was ein gutes Leben ist, muss jeder für sich selber rausfinden, ja, ob sie Musik machen wollen, ob Religion für sie wichtig ist, ob sie meditieren oder nicht meditieren, ob sie politisch aktiv sind oder nicht aktiv sind, was auch immer sie tun sozusagen. Muss jeder für sich selber wissen. Ja, sagt man inzwischen sogar im konservativen Schwarzwalddorf. Ja, muss selber wissen. Ja. Sagen ja Eltern den Kindern, sagen Lehrerinnen auch den Schülern und so weiter. Aber die Folge davon ist sozusagen, dass wir kollektiv ein System entwickelt haben, bei dem auch aus strukturellen Gründen, die mit Kapitalismus zusammenhängen zum Beispiel, die Gesellschaft sozusagen hochdynamisch geworden ist. Wir wissen nicht genau, wie die Dinge sich entwickeln und was passiert. Und wir wissen auch nicht, wie wir uns entwickeln und was passiert und was wir in Zukunft haben wollen. Und dann sozusagen lebt man in Verhältnissen, an denen zum Beispiel Eltern den Kindern sagen werden,
Also, was du mit deinem Leben machst, das wird sich dann irgendwann zeigen, das musst du irgendwie selber wissen. Aber Kind, es gibt ein paar Sachen, die sind immer wichtig, egal ob du Pianist, Terrorist oder Internist werden willst. Ja, das ist nämlich wirklich so. Ja. In hochflexiblen Bedingungen macht es Sinn. John Rawls, übrigens ein Gerechtigkeitstheoretiker, den ich wirklich sehr schätze, aber da sieht man es besonders schön an. Er sagt, wir sind agnostisch gegenüber den umfassenden Theorien des Guten. Ja, um was es wirklich geht im Leben, das kann Ihnen niemand sagen. Ja, also wenn Sie in der hinduistischen Gruppe landen, dann ist die Antwort anders, als wenn Sie, was weiß ich, bei der CSU landen. Aber es gibt Grundgüter, die sind immer wichtig. Ja, und jetzt sehen Sie sozusagen, diese Grundgüter sind ganz zufällig die Kapitalsorten, wenn man das mit Pierre Bourdieu durchdenkt. Nämlich, man kann auch sagen, erstmal die drei Gs. Ja, Geld ist immer wichtig. Ja, überlegen Sie, ich meine wirklich ganz im Ernst, ob du Pianist, Terrorist oder Internist werden willst, es ist auf jeden Fall gut, wenn du viel Geld hast. Ja, kannst du dir das Klavier kaufen oder die Ausbildung leisten oder von mir aus die Bombe bauen. Aber vielleicht soll ich den Terrorist weglassen, das ist ein bisschen geschmacklos. Gut, aber die Idee ist sozusagen, ökonomische Mittel, weil sie sozusagen Weltreichweite verschaffen, ist immer gut. Ja, du brauchst eine ökonomische Basis, Kind. Ja. Und der zweite Schritt wäre dann irgendwie zu sagen, Gesundheit. Ja, ob Pianistin oder Internistin, ist egal, gesund sein ist wichtig. Ne? Ökonomisches Kapital, Körperkapital steigern. Du musst gesund sein, du musst fit sein, du musst kreativ sein, schön sein, ist heute auch nicht schlecht. Also alles, was mit dem Körper zusammenhängt, so würde Pierre Bourdieu sagen, es ist immer besser, schöner, gesünder, fitter, entspannter zu sein, achtsamer wahrscheinlich als sonst was. Und das dritte G wäre dann Gemeinschaft, was soziales Kapital ist. Ja, Beziehungen sind wichtig. Freunde zu haben, aber auch Bekannte zu haben, aber eben Beziehungen, die dir sozusagen die anderen Gesellschaftsbereiche aufschließen. Egal, was du aus deinem Leben machen willst, das sind die Dinge, die wichtig sind. Und Bildung gehört dazu als kulturelles Kapital. Ja, lern Englisch. Völlig egal, was du mit deinem Leben machen willst. Es ist immer noch besser, als es nicht zu können. Ja. Also man sieht, und Anerkennung beim symbolischen Kapital, das sind jetzt sozusagen die Bourdieu-Logik. Aber da sehen Sie sozusagen, wie unsere Gesellschaft die normale existenzielle Problemdefinition beschreibt. Versuche, möglichst viel von diesen Kapitalsorten zu akkumulieren. Und der entscheidende Punkt ist übrigens, dass alle, die dynamisch sind, ja, man kann nicht sagen, jetzt habe ich genug mit der Gesundheit. Ich habe jetzt genug Salat gegessen, ab jetzt esse ich Gummibärchen. Nee, geht nicht. Und das gilt für die anderen Sachen auch. Ja. Selbst mit dem Geld, es ist irgendwie nie genug. Die Inflation frisst schon wieder auf. Ja, ist es wirklich so? Ja, also, und wir wissen nicht, wie das mit der Rente wird. Und das gilt für alle diese Sachen, ja, auch für die Gemeinschaft, soziales Kapital. Wenn Sie jung sind und auf Snapchat und Instagram unterwegs sind, da wissen Sie, die Flamme erlöscht, wenn Sie 2 Tage nicht schreiben oder so. Ich glaube, sie erlöscht sogar nach einem Tag. Ja. Also Sie müssen Ihren Status sozusagen immer wieder neu halten. Also wir können diese Kapitalsorten nur durch permanente Investitionen erhalten. Das gilt auch für Bildung. Unser Bildungswissen veraltet ruckzuck und damit auch unsere Anerkennung. Sie sind alle immerzu nur positional. Und dahinter steht die Vorstellung, dass unser Wohlergehen, unser Wohlbefinden mit den Ressourcen steigt. Ich glaube, das ist ein großes Problem in der Glücksforschung. Wenn man nämlich Menschen fragt, sind sie glücklich, sind sie zufrieden mit dem Leben, dann beantworten sie das sehr häufig mit Blick auf ihre Kapitalausstattung und sagen dann, ja, ich habe ein gutes Einkommen, ich bin recht gesund, ich habe eine umfassende Familie oder so, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Aber genau genommen sagt es gar nichts über ihr wirkliches Wohlbefinden, ja, über ihren seelischen Zustand und über die Form ihrer Weltbeziehung aus. Aber die Lebensführung ist extrem auf die Ressourcenakkumulation fixiert. Und wenn ich gesagt habe, Meditation kann affirmativ sein, dann sieht man, und dieses Versprechen findet man leider immer wieder in Achtsamkeits- und in Achtsamkeits-Apps sowieso, auch Meditations-Apps, dass das Versprechen eigentlich ist, dass man in allen Kapitalsorten erfolgreicher sein wird, wenn man nur gut meditiert. Ja. Du wirst gesünder sein, Körperkapital, du wirst viel sozialer sein, habe ich vorher gehört, ja, viel prosozialer, kannst viel schneller dich auf Begegnungen einlassen und Freunde machen. Du wirst wahrscheinlich auch noch reicher sein, weil dein Unternehmen besser läuft. Und ich habe vergessen, was da noch dazu gehört, aber die Idee ist sozusagen, du kannst Meditation nutzen als Instrument in der Kapitalakkumulation. Was treibt dieses Spiel? Da ist meine These sozusagen, eigentlich ist diese Weltbeziehung fast panisch. Ja, es ist die Angst an diesen, weil das führt nämlich sozusagen zu vielen Hamsterrädern oder eigentlich zu einer Situation, wo wir auf Rolltreppen nach unten stehen. Ja, du musst bei allen diesen Dingen nach oben laufen, sonst rutschst du ab, fällst du zurück.
Ja? Also eigentlich jeden Tag Salat, jeden Tag Sport, jeden Tag Instagram, jeden Tag die To-Do-Liste des Jobs abarbeiten und so weiter. Sonst bist du nicht mehr auf dem Laufenden, sonst verlierst du deine Position in der Welt. Ich glaube wirklich, diese Gesellschaft ist ganz tief von der Angst durchzogen. Es ist nicht unsere Gier, unsere Unersättlichkeit, die uns treibt, sondern es ist die Sorge sozusagen, keinen legitimen Platz in dieser Welt zu haben, keinen Ort, dass unsere Weltbeziehung geradezu abschneidet. Erich Fromm hat das schon gesagt, in der Idee, dass wir ganz isolierte Atome sind. Ich finde, gerade auch in der jungen Generation sehen Sie das, weil sie unter so super instabilen Verhältnissen aufwächst, auf keine der Beziehungsachsen ist auf Dauer Verlass, Familie kann wegbrechen, Job kann wegbrechen, Wohnort ist sowieso kontingent, die Sache mit dem Glauben ist keine feste Achse mehr, die Sache mit der Politik auch nicht. Das heißt, du lebst in komplett sich ständig ändernden Bedingungen und musst davon ausgehen, dass du ein abgespaltenes Atom bist. Ja, und das führt zu diesem panischen Versuch, möglichst viel Kapital anzuhäufen, um egal was passiert, immer noch handlungsfähig zu sein. So, das habe ich gerade schon gesagt. Ja, also man kann Meditation affirmativ einsetzen. Übrigens noch die letzten psychophysischen Ressourcen zu entdecken. Ja, manchmal kommt mir das wirklich so vor, als würden Leute sagen, wir haben jetzt noch was entdeckt. Ja, wie du noch ein bisschen mehr rauskitzeln kannst aus deiner Seele und aus deinem Körper, um noch mehr Geschwindigkeit zu nehmen. Ich habe ein ganzes Buch über Beschleunigung und die Folgen davon geschrieben. Okay. Aber ich glaube, wir werden nicht nur von Angst getrieben, sondern dahinter steht auch eine Glücksverheißung, nämlich eine Verheißung des guten Lebens, und das ist die Verheißung des Verfügbarmachens, ja, dass wir Welt in Reichweite bringen, ja, oder unsere Weltreichweite vergrößern können, sodass unser Handlungsimpuls der ist, unsere Weltreichweite zu vergrößern, ja, dass das die Attraktivität von Geld, Technik, Staat und Bildung und so weiter erklärt, muss ich jetzt hier nicht ausführen, weil sie eigentlich nicht daran interessiert sind, sondern an der anderen Konzeption, dazu komme ich gleich. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, dass diese Form des Weltverhältnisses sich niederschlägt in explodierenden To-Do-Listen. Ja. Also es gibt unendlich viele Dinge, die Sie tun müssen im Blick eigentlich auf die Kapitalsorten. Ja. Sie haben es vorhin, wurde es ja auch diskutiert, wir wissen, wir sollten mehr Sport machen. Das Dumme ist nur, wir wissen auch, wir sollten für den Job viel mehr tun. Ich meine, jeder Einzelne kann ungefähr 100 Parameter im Job erzählen. Also als Wissenschaftler, ich müsste irgendwie mehr publizieren, mehr Drittmittel einwerben, meinen Impact-Faktor steigern, mich mehr um die Doktoranden kümmern, irgendwie sozial mit den Kollegen umgehen, neue Studienordnung entwerfen, neue Prüfungsordnung entwerfen, ich weiß nicht was noch alles, neues Konzept für die, und Sie wissen schon, wie das aussieht. Ja? Also tausende von Dingen, die auf der To-Do-Liste enden, und dann heißt es dann immer noch, ja, aber du solltest auch sozial sein. Ja? Also ich muss irgendwie tatsächlich an den Geburtstag meines Sohnes denken, an den Hochzeitstag, an tausend Sachen, dann soll ich aber auch noch ökologisch sein. Ja? Ich sollte mir endlich die Solarzellen aufs Dach operieren lassen. Und tausend andere Sachen. Und der entscheidende Punkt ist, das sind alles legitime Erwartungen. Wenn einer sagt, hast du immer noch keine Solarzellen, habe ich das Gefühl, scheiße, ja, ich weiß, hätte ich tun sollen und so. Ja. Und das gilt aber für alles andere auch. Und am Ende kommt nämlich Achtsamkeit und Meditation auch noch auf die To-Do-Liste. Ja. Also du weißt doch, dass es dir gut täte, ja, ein bisschen achtsamer, ein bisschen mehr zu meditieren. Ich glaube, ich finde, das ist wirklich ein Problem, ja, dass das dann da noch drauf landet. Und meine These ist, eigentlich ist das Weltverhältnis der Moderne als Aggressionsverhältnis zu beschreiben. Und die Aggressionsverhältnis, der sozusagen findet seinen Niederschlag in der To-Do-Liste. Tu das, tu das, tu das, tu das. Und Meditation kann jetzt entweder selber ein Punkt auf der Liste werden. Übrigens, wenn alle Punkte dieselbe Form haben, dann sind sie kurz vorm Burnout. Irgendwie, wenn der Geburtstag des Sohnes oder der Hochzeitstag selber einfach nur sich anfühlt wie ein Geschäftstermin, dann ist was schiefgegangen. Dann ist Welt wirklich nur noch das Aggressionsverhältnis. Aber was ich sagen will, ist, also die Form, die Grundbeziehung zur Welt ist die von Kontrolle und Dominanz. Ich muss das erledigen, ich muss jenes erwerben, ich muss dieses loswerden und so weiter. Und Meditation kann ein Instrument sein, das alles noch zu bewältigen, nicht unterzugehen in diesem Rad. Und jetzt ist es für Sie nichts Neues, wenn ich sage, ich bin sicher, oder ich glaube, ich kann zeigen, dieses Weltverhältnis der Moderne führt notwendig in eine Katastrophe, und es scheitert gerade strukturell, also auf der Makroebene, auf der Gesellschaftsebene, zum Beispiel in der ökologischen Krise. Ja, da muss man gar nicht viel mehr dazu sagen. Ich glaube, es kommt auch zu massiver Desynchronisation. Politik zum Beispiel braucht viel mehr Zeit, wenn Demokratie ernsthaft gelebt werden soll. Ja, dann können sie nicht in Sekundenbruchteile auf riesige Krisen oder so reagieren. Märkte dagegen erfordern blitzschnelle Signale. Wenn Politiker oder Politikerinnen irgendwie Presseverlautbarungen machen, dann überlegen sie, welches Signalwort an welcher Stelle
Stelle kommen muss, weil die Algorithmen der Computer an den Finanzmärkten die aufgreifen und darauf reagieren. Aber grundsätzlich lautet meine These, diese Form des Weltverhältnisses scheitert deshalb, weil sie auf allen Ebenen immer den Einsatz von immer mehr Energie erfordert. Ja, physische Energie, also kohlebasiert oder auch Wind oder nuklear oder sonst wie. Aber wir müssen jedes Jahr mehr Energie investieren, um unser gesellschaftliches System zu erhalten. Diese Energieinvestition sozusagen hängt auch mit politischer Energie zusammen. Wir müssen die Rentnerinnen und die sozusagen aktivieren, dass sie noch aktiv sind. Und wir müssen auch die Frühförderung der Säuglinge vorantreiben. Und wir müssen auf allen Ebenen sozusagen politische Energie aufrufen und wir brauchen psychische Energie, weil wachsen, beschleunigen, innovieren können wir nur als Individuen. Aber das Problem ist, für den Individuen sozusagen droht ein Weltverstummen und ein Selbstverstummen als zwei Komplementärverhältnisse. Ich beschreibe das in der Regel unter dem Begriff der Entfremdung, aber die Wahrnehmung, dass zum Beispiel die 70 Millionen Musiktitel, die ich habe, alle nicht mehr zu mir sprechen, mich nicht berühren oder die 100 Facebook-Freunde genauso wenig. Und interessant finde ich wirklich, dass die Grundangst, auf die dann ja oft auch mit Achtsamkeit reagiert wird. Ich glaube wirklich, dass Leute heute ganz stark zur Achtsamkeit neigen oder zur Meditation, ist das Komplementärphänomen dazu, dass sie Angst haben vor einem Burnout. Ja, wenn Sie ein beliebiges Publikum haben wie das hier und sagen, wer von Ihnen hat im letzten Jahr an der einen oder anderen Stelle gedacht, ich muss aufpassen, dass mich nicht der Burnout erwischt. Ja, wenn ich das frage, dann melden sich in aller Regel mehr oder minder fast alle. Übrigens erst nur eine oder zwei zögerlich. Ja, und am Ende, wenn die sehen, auch die anderen melden sich auch, die allermeisten. Also ich glaube, die Burnout ist für mich der Inbegriff von Entfremdung, nämlich eines Weltverhältnisses, bei dem einem die Welt als erstarrt, kalt, tot gegenübersteht. Und dann hast du das Gefühl, auch in mir ist alles tot und schweigend. Ja? Genau genommen ist dann der Resonanzdraht dazwischen unterbrochen oder erloschen. Und daraus entsteht jetzt sozusagen eigentlich die Idee, dass es doch anders möglich sein muss. Und ich glaube, das treibt Leute eben auch in die Meditation. Und da ist die Idee, es muss doch verdammt nochmal möglich sein, anders in der Welt zu sein. Ja, dieses, das, was da ist und was gegenwärtig ist, anders zu bearbeiten. Oder eigentlich finde ich schon, bearbeiten ist schon ein problematischer Begriff. Ja, dem anders zu begegnen, als in dem Modus des Verfügbarmachens, ja, der Steigerung, des Unterkontrollebringens, des Abarbeitens, des Dominierens. Sich und Welt anders zu spüren. Ja. Sie erinnern sich, etwas ist da, etwas ist gegenwärtig. Und eigentlich geht man in der Meditation dahin zurück und sagt, kann dieses Verhältnis dahin anders sein, als eines des unter Kontrolle bringen. Und was mir jetzt ganz wichtig erscheint, weil vorhin war von Sustainable Development Goals die Rede. Und ehrlich gesagt, ich finde, die zeigen, warum selbst die Transformationsbemühungen scheitern. Weil lesen Sie sie mal durch. Ich meine, so sehr Sie vielleicht ein Fortschritt sind gegenüber dem, was wir vorher hatten, es ist ein einziges Dokument der Steigerung, ja, des Verfügbarmachens. Ja, da stehen lauter solche Sachen drin wie mehr sauberes Wasser für alle, mehr Bildung für alle, mehr Gesundheitszugang für alle, mehr Housing für alle, mehr, ich weiß nicht was, Bildung. Ja. Es ist wirklich nur ein Steigerungsdokument. So sehe ich jetzt, und da sieht man, wie schwierig das ist. Ich will ja nicht sagen, nee, die Leute sollen kein sauberes Wasser haben. Ja, und ich will auch nicht sagen, die Leute sollten kein sauberes Housing haben oder einen guten Job oder so. Aber die Idee ist, ich finde, was Sustainable Development Goals machen, was wir versuchen auf der Welt, ist Transformation so zu denken, dass wir nur anderes verfügbar machen müssen. Ja. Und für andere Menschen. Ja, wir müssen für die Armen Dinge verfügbar machen und wir müssen Wasser verfügbar machen oder saubere Luft verfügbar machen oder bessere Gesundheitsversorgung oder bessere Rentenversorgung verfügbar machen. Aber die Transformation ist sozusagen nur, ehrlich gesagt, es ist dann nur ein Austausch der Punkte auf der To-Do-Liste. Ja. Die Welthaltung ist genau dieselbe. Und da liegt meiner Ansicht nach das Problem, die Wurzel des Problems, auch wenn wir hier in so einem Kongress darüber nachdenken, die Idee ist, lass uns andere Punkte auf die To-Do-Liste schreiben. Ich würde sagen, nee, das Grundverhältnis muss sich ändern, damit muss sich auch das Subjekt ändern. Vielleicht, also das Subjekt, das sozusagen die Transformation bewirken will. Also nicht nur eine Objekttransformation, sondern auch eine Subjekttransformation. Und meine Idee ist jetzt, meditieren ist vielleicht der Ausgangspunkt für eine Form des Weltverhältnisses, bei dem eigentlich Subjekt und Objekt sich gar nicht mehr so leicht trennen lassen. Und ich glaube, das wissen Sie, wenn Sie Meditation praktizieren auch, dass gar nicht so klar ist, ob das, was man da erfährt, in einem oder außerhalb von einem ist. Ja, ist es ein Objekt oder etwas, was mir gegenübertritt, oder ist es das Subjekt, oder löst es dieses Subjekt-Objekt-Verhältnis sogar geradezu auf? Und es ist mir erst
sozusagen im Nachhinein klar geworden, dass Resonanz eigentlich sowas wie ein mediopassives Weltverhältnis ist. Nämlich, da kann man nicht mehr so leicht sagen, ob man Täter oder Opfer ist in dem Moment, wo ich in eine Resonanzbeziehung trete. Da ist man genau dazwischen. Weil erstaunlicherweise, bevor ich über Mediopassivität und Meditation und so etwas nachdachte, habe ich versucht, Resonanz zu definieren als eine Form der Weltbeziehung, die sozusagen das Gegenteil von Burnout oder Entfremdung ist. Und es ist echt interessant, dass das bei mir eigentlich immer mit was Passivem anfing. Ja, nicht mit etwas, was ich tue. Und deshalb würde ich sagen, auch bei Meditation, ne, sollte nicht etwas, was wir tun, auf der Liste stehen, weil sonst heißt es irgendwie, du musst kreativ sein, ja, du sollst ökologischer sein, du sollst prosozialer sein, achte ein bisschen auf den anderen, du sollst Achtsamkeit machen. Immer ich soll. Resonanz beginnt nicht damit, es beginnt mit einer Anrufung. Etwas ruft mich an, eigentlich kommt es von außen geradezu. Resonanz ist sozusagen eine Form von Weltbeziehung, wenn Sie so einen Kongress haben. Oder überhaupt, wenn Sie einen Vortrag halten, ja, dann wissen Sie, dass Sie es oft mit müden Menschen zu tun haben, mit Menschen, die am Handy hängen oder mit manchmal auch mit feindseligen Blicken, jetzt wahrscheinlich nicht, weil Sie hier freiwillig sind, aber in der Schule oder im Hörsaal. Und sozusagen, und es ändert sich in Resonanz sozusagen, man stellt fest, wenn sozusagen Resonanz geschieht sozusagen, dann ändert sich die Körperhaltung, dann ändert sich der Blick, ne, die Augen leuchten auf, dann muss man sich nicht mehr mit Gewalt konzentrieren. Also wenn Sie hier im Hörsaal sitzen und sich Entfremdung ist, wenn Sie sich fragen, was mache ich hier eigentlich? Ja, und das kann einem leicht passieren. Sozusagen Resonanz ist, wenn man sich diese Frage nicht mehr stellt, weil da etwas passiert, was interessant ist, das nenne ich Affizierung. Etwas berührt mich, etwas durchschlägt meinen Panzer der Verdinglichung und Steigerung. Das erste Moment ist, etwas fällt sozusagen in mich hinein und mit Bruno Latour würde ich sagen, es ist das Moment der Anrufung, etwas ruft mich an. Und das zweite Moment ist aber, ich antworte darauf. Man sieht es am Aufleuchten der Augen, vielleicht übrigens auch an der veränderten Körperhaltung. Und man kann es sogar messen, weil man feststellt, da wo man kann total abgeschlafft und kurz vorm Burnout in einem Konzertsaal sitzen, ne, und nichts passiert. Und wenn ich aber in Resonanz trete, bedeutet das plötzlich, ich meine übrigens, ich kann sogar erkennen im Konzertsaal, das ist eigentlich mein Lieblingslied, aber es bedeutet mir gerade gar nichts mehr, ja, weil ich bin so geschlafft oder gestresst oder schlecht gelaunt oder sonst was, dass ich nichts mehr damit anfangen kann. Das liegt daran dann, dass ich nicht mehr, dass mir das zweite Moment fehlt. Ich nenne das deshalb Emotion und beschreibe es mit dem Pfeil, weil Emotion von emovere kommt, nach außen bewegen, antworten, etwas damit machen. Und Resonanz ist deshalb eine Bewegung. Deshalb gefällt mir dieses Wort so, weil es etwas Dynamisches ist, etwas zwischen, zum Beispiel bei einem Vortrag, etwas zwischen uns. Nicht auf der einen Seite, nicht auf der anderen Seite. Wenn in einem Hörsaal Resonanz entsteht oder in so einem Vortragsraum, das ist, ich meine, schauen Sie, es ist resonanzfrei, wenn ich sage, was ich immer sage. Deshalb versuche ich das zu vermeiden. Und manchmal weiß ich nicht, was ich dann gleich sage werde und das kann auch mal peinlich werden. Das sieht man schon, sich auf Resonanz einlassen bedeutet immer sich verwundbar machen, ja, sich verletzlich machen. Du setzt dich aufs Spiel, sonst gibt es keine Resonanz. Aber Resonanz bedeutet sozusagen, in ein Wechselspiel zu treten, zum Beispiel, das muss ja auch gar nicht übrigens, meistens, wenn Sie Resonanz erfahren bei so einem Kongress, ist es meistens eher nicht bei etwas Zentralem, ja, sondern am Rande. Oder weil hier jemand eine Frage oder einen Beitrag stellt und jemand antwortet darauf oder jemand greift etwas von vorher auf und dann entsteht ein neuer Gedanke. Bei Hannah Arendt ist das die Geburt von Natalität sozusagen. Das ist die Entstehung des Neuen und am Ende können Sie gar nicht sagen, ist der Gedanke jetzt hier entstanden oder dort. Er ist genau dazwischen entstanden. Man kann nicht genau sagen, wer das Subjekt und wer das Objekt eines Gedankens oder einer Berührung oder so war. Und deshalb, das dritte Moment ist Transformation. In dem Moment, wo ich in Resonanz getreten bin mit einer Sache, bleibe ich nicht der oder dieselbe. Und Bruno Latour sagt, das ist der Moment, wo ich mich lebendig erfahre. Wenn mich etwas berührt, und zwar innerlich berührt, wenn mir ein Ziegelstein auf den Kopf fällt, berührt er mich auch. Aber die Folge davon ist, dass ich mich versuche zu verschließen und dagegen zu wehren. Ja, bei Resonanz ist es sozusagen genau das Gegenteil. Ich öffne mich dem, was mir entgegenkommt und lasse mich darauf ein. Und dabei verändere ich mich. Und Latour sagt, das ist der Moment, wo ich mich lebendig fühle. Ich glaube, man kann es empirisch zeigen. Wann haben Sie sich das letzte Mal lebendig gefühlt? Ich bin sicher, das war in einer Situation sozusagen, in der es zur Resonanz kam. Sie haben sich als selbstwirksam erfahren, aber nicht als selbstwirksam im Sinne von, ich habe alles unter Kontrolle, ich weiß schon, was passiert, sondern selbstwirksam im Sinne von beteiligt, ja, an einer Sache anteilhabend,
Aber ohne, und das ist nämlich der letzte Punkt, Verfügbarkeit. Resonanz lässt sich nie erzwingen. Ich kann die nicht herstellen, auch nicht durch rhetorische Tricks. Da kriege ich eher sowas wie eine Resonanzsimulation oder eine Echo-Beziehung. Aber wenn es zur Resonanz kommt, also erstens kann ich sie nicht erzwingen. Ja, wir versuchen sie übrigens immer zu kaufen, zum Beispiel mit teuersten Tickets für ein Konzert oder so, ja, in Mailänder Scala und sonst was oder Metallica. Und dann passiert nichts. Das ist in 9 von 10 Fällen so. Ja, auch wenn wir uns hinterher versuchen, davon zu überzeugen, dass es doch wahnsinnig war, unglaublich. Ich glaube wirklich, wenn Leute das sagen am Ende eines Konzertes, dann gab es keine Resonanz. Ja, aber dann versucht man zu rechtfertigen, wieso man so viel Geld für die Karte ausgegeben hat. Aber was ich meine ist, man kann Resonanz nicht kaufen, nicht kommodifizieren, obwohl wir das ständig versuchen. Aber wenn sie eintritt, dann kann niemand sagen, was dabei herauskommt. Ich finde immer so, weil ich ja natürlich sowas an irgendwelchen Tagungen, Konferenzen, Workshops oder so vortrage, da finde ich es immer ziemlich gut. Ich würde sagen, die Idee ist einer solchen Tagung, dass es zu Resonanzen kommt. Ja, man versucht, den Raum zu schaffen. Oft passiert es nicht. Und dann denkt man, ja, die Tagung war ganz interessant sozusagen. Aber manchmal passiert es, aber keiner kann vorhersagen, an welcher Stelle für sie ein neuer Gedanke entstand, etwas passiert ist und schon gar nicht, was sie daraus machen. Ja, das ist die Unverfügbarkeit einer Resonanzbeziehung. In dem Moment, wo sich das einstellt, ist es unmöglich vorherzusagen, was dabei herauskommt. Und deshalb lässt sich diese Form von Resonanz nicht gut nutzen für Optimierungszwecke. Ja, man weiß nicht, wann es passiert und man weiß nicht, was dabei herauskommt. Was man sagen kann, ist, davon war gerade auch schon die Rede in der Veranstaltung vorher, dass es bestimmter Voraussetzungen bedarf, räumlicher Voraussetzungen manchmal, damit eine Gruppe miteinander in Resonanz kommen kann, sollte sie besser nicht im Omnibussystem hintereinander sitzen. Und was weiß ich, es sollte auch lieber nicht Betonraum sein. Es braucht aber auch psychische Voraussetzungen. Ich habe schon gesagt, wer sich auf Resonanz einlässt, macht sich verwundbar. Sollte gleich fertig sein, richtig? Ja, gut. Wer sich auf Resonanz einlässt, macht sich verwundbar und verletzbar. Und wer die Erfahrung gemacht hat, berührt werden heißt verletzt werden. Ja, der kann sich gar nicht mehr darauf einlassen. In der Psychologie ist das gut bekannt, aus der Traumaforschung insbesondere. Also es ist halt riskant, sich einem anderen, unkontrollierbaren, unverfügbaren anderen so zu öffnen und sich transformieren zu lassen auf eine Weise, die man nicht unter Kontrolle hat, weil das bedeutet Resonanz. Ich begegne da einem anderen und ich habe dieses andere nicht unter Kontrolle, weil wenn ich es unter Kontrolle habe, ist es nicht Resonanz. Darüber kann ich stundenlang reden. Warum wollen Sie lieber eine richtige Katze haben als eine Computerkatze? Also so eine Roboterkatze. Ja. Die Roboterkatze kommt immer und schnurrt immer. Die richtige Katze haut Ihnen ab und zu eine. Ja. Und die Roboterkatze, die kackt auch nicht. Ich weiß nicht, und ist nicht krank und so. Also die Roboterkatze ist viel verfügbarer, aber Sie wollen sie nicht. Warum nicht? Weil Sie sie komplett verfügbar haben. Ja. Die Katze kann nur deshalb eine Resonanzquelle sein, weil da etwas in ihr unverfügbar ist. Ja, Sie wissen nie genau, sozusagen, die hat sowas wie einen Eigensinn, sowas wie eine eigene Agency und das ist eine Voraussetzung dafür, dass man zu einer Sache in Resonanz treten kann. Für manche Menschen ist es auch mit der Bibel so. Ja, die Bibel ist nur dann eine Resonanzquelle für sie oder die Upanishaden oder was immer sie lesen, solange sie sie nicht völlig verstehen, solange sie auch mit der im Widerspruch sind. Ja, ich sage immer, für die einen ist es die Bibel, für die anderen ist es das Kapital von Marx. Aber auch das Kapital, das ist ziemlich fragmentarisch und zum Teil widersprüchlich und schwer zu lesen und solange kann es eine Resonanzbeziehung sein. Ja. Das sagt irgendwas, aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ich bin auch nicht ganz einverstanden damit. Ja. Resonanz geht nur zu einer Sache, die ich nicht völlig beherrsche, kontrolliere, verfügbar gemacht habe. Weil ich es aber nicht völlig verfüge und verfügbar gemacht habe, ist es für mich immer auch riskant, mich darauf einzulassen. Ja? Und es transformiert mich auf eine Weise, die ich nicht genau vorher weiß. Das sind die psychischen Voraussetzungen. Und es gibt aber auch soziale. Ja, Wettbewerb, Angst und Zeitdruck sind paradigmatische Resonanzkiller. Ja, wenn ich gleich auf den Flughafen muss, weil mein Flugzeug geht, darf ich mich nicht mit irgendjemandem in Resonanz begeben. Auch nicht mit der Katze, die mir ums Bein schleicht. Oder mit dem Kind oder dem Sonnenuntergang oder der schönen Musik, die von irgendwo herkommt. Ja? Also man kann die Bedingungen beeinflussen, die möglicherweise Resonanz möglich machen. Und wichtig ist dabei nochmal für mich, Resonanz ist nicht einfach Einklang und Harmonie. Resonanz bedeutet eine andere Stimme hören und diese Stimme muss was anderes sagen, als was ich immer gedacht habe oder was ich denke. Ja, sie muss auch anders klingen. Ja, vielleicht glaubt sie, liebt sie oder tut sie anders. Und in der Begegnung transformiere ich mich. Ich erfahre dann
diese Differenz zu dem anderen ist überbrückbar. Das ist der Moment von Lebendigkeit, ja, diesem anderen begegnen, sich darauf einlassen und transformieren lassen. Dabei, das ist nicht Affirmation der Identität, ja, dass ich ganz der werde, der ich schon immer war, sondern ich ändere mich dabei. Ich glaube, Transformation, ich würde eigentlich sagen, gehört natürlich auch zur Meditation. Die Idee ist, dass ich dadurch ein anderer werde, nicht, dass ich ganz die werde, die ich schon immer war. Und das ist das Moment der Lebendigkeit. So, jetzt sind wir fast fertig. Das habe ich schon gesagt. Resonanz widersetzt sich der Steigerungs-, der Optimierungs- und Akkumulationslogik. Resonanzräume sozusagen können wir aber politisch gestalten. Ja, zum Beispiel das neoliberale Programm, das eigentlich darauf hinauslief, dass alle Menschen sich sozusagen erst recht ständig unsicher fühlen, ja, prekär fühlen, dass Zeit ständig knapp ist, weil alle Räder ständig laufen und dass überall Wettbewerb herrscht. Ja, nicht nur zwischen den einzelnen Unis, sondern zwischen den einzelnen Departments und dann noch zwischen den einzelnen Professoren eines Departments und auch noch zwischen den Studenten. Ja, unser superintelligentes System hat es geschafft, an den Unis in einer, sagen wir mal, Soziologie in Jena und nicht nur da, überall, alle Studierenden durchzurenken. Ja, also wenn sie zum Beispiel ein Stipendium beantragen, dann fragen die Stipendiengeber ab, wie viel davon, wie vielen ist denn die Studierende? Ja. Und auf diese Weise sozusagen durch Zeitdruck und Wettbewerb schaffen sie Räume, die Resonanzbeziehungen ziemlich unwahrscheinlich werden lassen, um nicht zu sagen, fast ausschließen. Aber es ist nicht nur sozusagen eine Frage der Räume, es ist eine Frage der Disposition. Und da fängt die innere Seite an. Vorhin war von der inneren Transformation die Rede. Resonanzfähigkeit ist natürlich auch eine Grunddisposition, eine Haltung. Und ich glaube, die Idee von einer subversiven Meditation, einer Meditation, die auf einen Paradigmenwechsel hinzielt, ist die sozusagen die dispositionalen Voraussetzungen zu schaffen, dass wir überhaupt wieder anrufbar sind. Ja, dass ich hören und antworten in diesem anspruchsvollen Sinne kann. Also wenn sich jemand hinsetzt zum Meditieren sozusagen, ist, glaube ich, die Idee, wäre meine Idee, wie komme ich raus aus dieser Idee des Verfügbarmachens, des Kontrollierens, des Tuns, hin auf eine Form der Begegnung, die transformative Qualität hat und die bei der ich sozusagen, bei der ich gar nicht zielgerichtet handle. Okay. Dieser Punkt finde ich soziologisch auch interessant. Ich glaube nämlich, dass diese Gesellschaft, wenn Sie so wollen, der Meditation bedarf, weil wir ansonsten immer zwischen immer radikaleren Allmachtsversprechen und Ohnmachtserfahrungen hin und her kippen. In allen Hinsichten, in der Makroebene, zum Beispiel in unserem Naturverhältnis. Wir beherrschen Natur immer besser, Allmacht. Ohnmacht ist aber sozusagen, sie macht uns kaputt und wir zerstören sie. In der Klimakrise, da fühlen wir uns ganz ohnmächtig. Und im Kleinen haben sie das mit dem Smartphone, im Smart Home oder im Smart Auto. Ja, diese Smart Autos, mir ist es echt schon passiert, dass ich im eigenen Auto eingeschlossen wurde, weil ich irgendwie den Schlüssel vergessen hatte und da geht die Sicherheitsdinger. Und da sind sie völlig machtlos. Ja, sie können gar nichts tun. Das geht einem bei jedem digitalen Gerät so. Ja. Ich kann mit meinem Handy fast alles machen, bis das Ding sagt, einen Moment bitte, einen Moment bitte, einen Moment bitte und hört nie wieder auf. Ja. Und ich kann gar nichts tun. Ich glaube sozusagen, das Hin- und Herkippen zwischen Allmacht und Ohnmacht kommt aus dieser Radikalisierung von Täter- und Opfererfahrung. Und es hat sogar eine politische Dimension. In der Politik ist uns sozusagen Allmachtsversprechen gegenüber der Welt gegeben. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Juhu, wir lassen uns nicht von König, nicht von Kirche, nicht mal von der Natur vorschreiben, wie wir leben wollen. Das ist ein Allmachtsversprechen, aber die Erfahrung ist eine Ohnmachtserfahrung. Leider kann man nichts tun angesichts der Finanzmärkte, der Finanzmärkte, der Klimakrise und auch des sozusagen des Steigerungsspiels der Moderne. Und das, glaube ich, erzeugt sowas wie ein Wutbürgertum in gewisser Weise. Und was wir also brauchen, ist eine Weltbeziehung, die zwischen dem Allmachts-, dem Kontrollanspruch, dem Allmachtsanspruch und der Ohnmachtserfahrung ist im Blick auf eine Art von Teilmacht oder Teilhabe oder Teilwirksamkeit. Und das Interessante, lassen Sie mich den Punkt noch machen, dann bin ich fertig, sowieso die letzte Folie. Also bei der Frage sozusagen Subjekt-Objekt oder Subjekt-Subjekt ist doch, ich glaube, vielleicht auch im Meditieren, ich bin aber nicht übers Meditieren drauf gekommen, sondern ist meine Abschlussfrage für den Mit-nach-Hause-Weg, ist es nicht so, dass sich das Zentrum der Agency vom Subjekt wegverlagert? Ich frage mich sowieso, ob ich beim Meditieren eigentlich aktiv oder passiv bin. Ist Meditieren was Passives oder was Aktives? Also tue ich es oder geschieht es mir? Und eigentlich würde ich sagen, es ist genau dazwischen. Eigentlich glaube ich, ich muss, wenn ich meditiere, eigentlich ganz aktiv, aber auch ganz passiv sein. Also ganz empfänglich, sozusagen rezeptiv und dennoch ganz tätig. Ja, es ist sozusagen ein Weitwinkel der Aufmerksamkeit.
Aber was mich fasziniert, sind bestimmte Tätigkeiten, zum Beispiel Tanzen. Ich hatte eine Studentin, die hat eine Hausarbeit geschrieben über das Tanzen, über das Tango-Tanzen, Paartanzen. Und die meinte, das ist irgendwie Resonanz, weil du immer hörst und antwortest. Und es war eine super Arbeit übrigens. Sie hat irgendwie dargestellt, wie ich mal geführt werde. Also ich empfange irgendwie Signale von dem Partner oder der Partnerin. Da bin ich sozusagen, also Objekt, ich empfange die passiv. Und dann aber führe ich auch selber, da bin ich irgendwie aktiv, also Sender oder Sender und Empfänger. Es war ein Sender- und Empfängermodell. Und dann sind wir aber drauf gekommen, aber das eigentlich Interessante ist, wenn ich nicht mehr sagen kann, ob ich Sender oder Empfänger bin. Wenn der Tanz sozusagen das Zentrum wird, der Tanz tanzt uns. Da gibt es dieses schöne Gedicht von Yeats. Wie heißt es nochmal? Who dare tell the dancer from the dance oder so etwas? Also wenn das sozusagen das Zentrum des Geschehens ist, nicht in mir, es ist aber auch nicht einfach außer mir. Ich glaube übrigens sogar bei einer guten Tagung passiert sowas, ja nicht? Ich habe denen mal meine Meinung gesagt und jetzt denken sie alle wie ich. Das ist nicht resonant. Ja. Resonant ist, wenn man überhaupt nicht mehr weiß, wo der Gedanke entstanden ist. Beim Musizieren haben sie das übrigens auch. Menschen, die zusammen musizieren, wenn sie zum Beispiel improvisieren, die sagen das auch. Also ich weiß, mal führt das Keyboard, mal führt die Gitarre, mal führt die Drums. Und der spannende Moment ist der, wo du nicht mehr sagen kannst, welches Instrument führt, weil das Geschehen in der Mitte ist. Die Agency verlagert sich sozusagen aus den Subjekten hinaus in ein Geschehen. Und ich glaube, das ist das, was Hannah Arendt meint, wenn sie sagt Natalität. Menschen haben die Fähigkeit des Neuanfangs, geradezu der Neugeburt. Diese Gesellschaft hat es aber verloren, weil sie sozusagen diese Form des in der Weltseins gar nicht mehr kennt. Und deshalb braucht sie Sustainable Development Goals und sowas. Gut, also der allerletzte Punkt. Ich finde das Wort aufhören wunderschön und meditieren hat meiner Ansicht nach etwas davon. Aufhören heißt ja erstmal stoppen, anhalten. Ja. Das heißt also, heißt stoppen oder anhalten. Aber schauen Sie auf das Wörtliche, aufhören. Ja, hören und zwar aufhören. Ich stelle mir das so vor, wir sind die ganze Zeit im Hamsterrad an der To-Do-Liste. Ja, jetzt muss ich auch noch achtsam sein oder so. Und aufhören heißt sozusagen nicht einfach stoppen, sondern aufhören, sich anrufen und berühren zu lassen, um eine Form resonanten in Weltverhältnisses in Gang zu setzen. Und meditieren wäre in diesem Sinne die Kunst des Aufhörens. Und in diesem Sinne lassen Sie uns aufhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Thank you.